Hey ho und so. Ich möchte es nicht beschwören, aber es könnte funktionieren, dass hier mein kleines Türschloss, meine Türschließanlage gut funktioniert. Ich habe gerade eine Nacht verbracht und es ist nichts passiert. Im Gegenteil, sind sogar Creeper angekommen. Die sind dann hier so auf dem Schloss rumgeturnt und ich könnte die in aller Ruhe von drinnen abmetzeln. Auf der anderen Seite. Ich wollte die eins hier mit einem Kabel verbinden, dass beide Türschlösser, also das hier, ne, von einem Hebel aus betätigt werden, aber das klappt leider noch nicht. Da müsste ich noch ein bisschen buddeln. Genau das habe ich jetzt allerdings auch vor, wegen unserer Lichtanlage. Wow, ich renne hier immer so ein bisschen mutig raus. Es war allerdings, muss ich hierbei sagen, eine sehr stille Nacht. Eigentlich überhaupt keine, außer dieser was waren es ja, zwei Creeper, habe ich kein Monster gesehen. So, ich möchte jetzt hier so ein bisschen mehr. Ja, genau. Ich buddel erstmal alles wieder auf. Oh, Zeugs. Erstmal alles wieder aufbuddeln. Da habe ich mich irgendwie so vertan. Und dann müssen wir, da das ja ein Grindweg ist, unter dem der Redstone dran verlaufen soll. Müssen wir sogar noch einen tiefer bauen. Sonst fällt ja alles immer zusammen. Ist aber gar nicht schlecht, dann ist man ja schon direkt hier auf der richtigen Höhe. Aha. Lalalala, ja, und dann möchte ich auch noch ein paar. Ach, Leute, macht mir nicht so einen Lärm da. Ich bin's doch nur hier, ne? Oder droht etwa Gefahr? Vielleicht wieder ein Wolf oder sowas? Und ihr, was glotzt ihr mich so an? Ah, das ist auch noch weg hier. Erstmal, ne? Kommt natürlich wieder alles dahin. So, und das müssen wir hier alles wieder anders legen. Das ist irgendwie sonst. Reicht das denn jetzt? Oh ja, muss ich den auch noch wegmachen hier. Den Gang. Ja, das mache ich aber gerne, solche Redstone-Kanäle legen. Das finde ich sehr gut. So, erstmal hier und alles wieder kaputt machen. Das brauchen wir jetzt nicht kaputt machen, aber hier, das können wir eigentlich so verlegen. Das ist eigentlich kein Problem. Da müssen wir eigentlich nur diese Strecke hier mal beseitigen. Habe ich alle? Ja. Ja, dann eben hier noch ein bisschen durchbuddeln. Das kann ich auch aufmachen, so dass ich jetzt hier wirklich mal durchkomme. Vielleicht mache ich hier mal ein Loch. So, dann bin ich unten in meinem schönen Keller. Trillelele, trillelele. Jetzt wollen wir mal sehen. Dann kommen wir hier mittig an. Ist auch noch weg. Ja, das ist jetzt der Mechanismus. Ah, das ist nämlich jetzt der Mechanismus für das Türschloss. Das ist aber auch mittig. Also, kommen wir auf dieser Höhe an. Dann sollten wir das erstmal das Lichtkabel machen. Genau, machen wir erstmal die Lichtgänge. Treppen dabei? Nein. Aber ein bisschen Hammerhappa. Ja, ein bisschen Vitamine. Mal zur Abwechslung, ne? Sonst also, nehme ich ja sonst immer hier so blutiges Fleisch zu mir. Ach komm, dann mache ich jetzt hier mal den Pseudo-Aufzug. Auf jeden Fall sollen diese Lichtkanäle anders gelegt werden. So dass man eben auch hier noch. Wie mache ich das? Da muss ich das noch tiefer buddeln. Zwei Leitungen, die sich da hinten kreuzen.
Ach du liebe Zeit, da habe ich mir aber was vorgenommen jetzt. Erstmal gehe ich da so durch. Ich mache jetzt erstmal, ja, hätte gar nicht rausgemusst. Ich mache jetzt erstmal hier seitliche Wege rein. Unter dem Gehege her. Ja, ist gut. Die denken jetzt auch, was ist das für ein Erdbeben? Wenn ich jetzt gut bin, dann werde ich jetzt gleich wieder einen Lichtschacht treffen. Hier unten müssen auch ganz unbedingt Fackeln hin. Ja. Wo ist das denn? Habe ich mich jetzt doch wieder vermessen oder was? Ich weiß ganz genau, dass ich schön tief so einen Schacht runtergebohrt habe, wo dann hinter die ganzen Lampen rein sollen. Hier ist aber schon Sand, das kommt mir verdächtig vor. Ich glaube, ich bin hier schon an dem See oder so. Tatsächlich. Da muss ich hin. Was ist denn hier passiert? Ach. Oha. Okay. Dann hier lang. Hehehehe. Warum ist hier wieder zu? Hä? Was ist denn da passiert? Ach so, das war nur die Stufe, die ich da gebaut habe. Okay. Ja, kann man doch eigentlich. Ja, mach mal einfach hier um die Ecke, dann lasse ich das so. So sollte es gehen. Den auch mal weg. So, und dann springen wir hier rein und dann bauen wir uns einfach einen Graben. Nee, aber jetzt nicht ohne Schaufel. Holen wir uns erstmal eine Schaufel. Ja, das ist kein Akt, ne? Aber später dann hier diese ganzen Kabelkreuzungen da legen, ne? Aber deswegen möchte ich halt gerne auch mal vielleicht mehrfarbiges Kabel haben, was sich dann nicht zusammenlegt, was man halt übereinander legen kann und. Mal gespannt. So. Ich denke mal, ja, komm, machen wir noch eine Reserve. Ein Stöckchen nehmen wir auch einfach mal mit. Das geht jetzt schneller. Bevor ich da wieder rumkrose ewig in den Kisten. Wieder zwei neue Melonen. Ist ja gut. So, und jetzt wird hier mal schön zum Mittelgang rüber gebuddelt. Vielleicht lege ich nämlich das Kabel ganz das einfach. Ich denke, das ist das Einfachste, wenn ich das Kabel für den Zaun hinten noch tiefer lege und dann hinten wieder hoch und den Beleuchtungsschacht hier auf dieser Höhe lasse. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. So, da sind wir schon. Warte mal, dann kann ich den nämlich gleichzeitig so steuern. Dann brauche ich auch eigentlich nur das Licht so ein bisschen weiter hier so lang zu gehen. So, jetzt waren das, glaube ich, die beiden Schächte. Die waren okay. Hup. Die waren okay. Oh, es war dunkel. Meine Güte. Warte mal, hier habe ich den. Den habe ich noch nicht getroffen. Da muss ich natürlich noch ran. So. Den habe ich. Dann da hinten die beiden. Die habe ich. Diesen habe ich. Hier sollte nämlich dann auch noch einer hin. Und das ging eben nicht wegen des Kabels hier. Das hier verlief irgendwie. Gut. Da ist auch schon Licht. Okay. Und hier oben natürlich. Und die auch noch. Ach ja. Komm, ich spring da jetzt rein. Und dann grab ich mir eben meinen ganzen Garten. Was soll's? Ja, hier finde ich jetzt natürlich nicht die Stelle. Oh Mann, das ist schon, Leute, das ist schon total dunkel. Was mache ich denn hier eigentlich?
Naja, es ist nicht so schlimm, ne? Weil ich habe ja. Ich bin ja praktisch zu Hause. Da kann man dann auch schon mal schnell mal eben kurz zwischendurch den Löffel abgeben. Ist ja nicht so schlimm. So. Aber jetzt sehe ich auch nicht mehr so gut. Man soll ja im Dunkeln nicht arbeiten. Dann gehe ich mal lieber hier rein. Guck mir das nochmal an. Also das könnte so bleiben, schätze ich mal. Hier könnte dann auch noch ein Hebel hin. Da könnten wir diesen... Da wären dann die Tür und... Ach so, was ist denn mit der anderen Tür? Wenn ich die anschließen will, müsste ich hier auch noch unten drunter lang. Ja, da halte ich mich dann dran nicht lange auf, ne? Gesagt, getan. Wie ist das jetzt so? Ich glaube, ich bin richtig. In der richtigen Tiefe. Ja. Oh Mann, ich habe oben die Tür nicht zugemacht. Bei der einen geht das ja... Ach komm, bei der einen geht das eh nicht mehr. Dann ist das jetzt auch egal. Ist jetzt nun mal so, wenn ich jetzt hier werkel. Was will man machen? Man hätte jetzt vielleicht höchstens mal ein bisschen abmessen können, wie weit ich denn hier graben muss. Dann kann ich nämlich die Türen doch wahrscheinlich... Oh, jetzt wird es aber knapp hier. Hoffentlich dann auch. Wegen der Trittplatte muss man aufpassen. Da muss man dann von außen irgendwie rum. Nochmal einen kleinen Ausfallschritt machen mit dem Kabel, damit nicht immer der Pisten hochgeht, wenn man innen auf die Schaltplatte für die Tür tritt. Da nocken die sich so gegenseitig aus. Ja, komme ich nicht mehr raus hier. Aber ich denke mal, das wird jetzt. Ich möchte eigentlich nur wissen. Warte mal, da bin ich jetzt nie auch unterm Keller, ne? Solange jetzt hier Steinboden kommt, bin ich doch noch unterm Keller. Und dann gebe ich noch eine kleine Zugabe. Und genau über einem müsste das ja dann auftauchen. Dann gucken wir einfach mal so ein bisschen jetzt. Ich buddel mal hier noch zwei rein. Und dann buddel ich mal nach oben. Und dann gucke ich mal, was passiert. Also da passiert noch gar nichts. Und da sehe ich jetzt auch nichts. Von wegen, dass da schon ein Pisten wäre. Ich müsste doch jetzt genau unter dem Pisten... Oder bin ich zu tief? Kann das sein? Oh, guck mal hier. Da haben wir Silber. Oder bin ich schon zu weit? Kann das sein? Ja, ja, Leute, ich weiß. Man braucht nur die F3-Taste zu drücken und da mal die Koordinaten angucken. Ja, aber ihr guck mal. Ne? Ich bin ja hier so ein eher so ein Purist. Huch, was ist denn jetzt los? Jetzt poppt hier gerade... Sorry, da ist mein Virenscanner angegangen gerade und... Alles verseucht, alles zu spät, keine Chance mehr, Computer kaputt, nein, reine Routine, aber zu einer unerwarteten Zeit. So, hier ist aber jetzt schon wieder Erde über mir, ich bin glaube ich zu weit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, ja so weit ist doch das gar nicht alles hier so groß. 23. Voll der Übertreiber, ne? Vorbudler der Übertreiber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, so 16, 17, 18, sowas. Viel zu weit. Ich glaube, hier ist jemand reingesprungen. Ich kriege gleich bestimmt Besuch. Obwohl so richtig... So, warte mal, dann was habe ich gesagt? 23, 1, 2, 3, 4, 5... So, irgendwie hier müsste ich vielleicht hoch, ne? Gucken wir mal. Ja, was habe ich denn hier ausgemessen? Oder bin ich zu niedrig?
Ein bisschen höher da. Oh, Dunkelheit. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Da ist der Piston. Da ist der Piston. Tralatata. Ja, gut. Ja, mache ich den Gang wieder zu mit Erde. Bevor wir hier so einen komischen Hohlraum haben, machen wir ein bisschen Hohlraumversiegelung da rein. Zack. Von der Erde habe ich ja genug. So, erstmal, ja. Ja, wusste ich doch, dass du hier schon auf mich wartest. Aber ich habe schon so indirekt damit gerechnet. Das hast du dir so gedacht, mein Herzblatt. Nicht mit mir. Ja. Ja, wenn da ja noch mehr seid, da ist noch ein Creeper. Cool. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Ich versuche, den hier anzulocken. Ja, gut. Ich wollte den Bereich da vorne sowieso vergrößern. Aber hier ist ja jetzt alles voll in meinem Haus. Das ist aber jetzt eine ziemliche Unverschämtheit. Haben die denn da wieder die Türen eingetrampelt oder wie ist das jetzt passiert? Oder hierdurch, ne? Ach ja, hallo. Ja, die sind jetzt eben intelligent. Das ist echt tierisch, hier so das Wort, ne? Also ich finde das ziemlich cool, dass sie jetzt diese Wege so finden, ne? Das ist spektakulär. Damit haben die schon anderen Computerspielen ordentlich was voraus hier. Weil die Türen sind noch heil. Guck, die kommen einfach durch den Schacht dann da unten. Stark. Das funktioniert jetzt natürlich auch nicht mehr. Das war aber jetzt eine Spinne, ne? Ja, ich muss ja wirklich vielleicht auch mal endlich wieder das Haus irgendwie. Oh Mann. Was sagen denn zum Beispiel meine. Oh, ist die Kohle ausgegangen? Wie unangenehm. Stell da mal eben was hin. Ist besser. Ist schon ein wenig besser. Komm, wir brauchen ein bisschen Kohle. In unseren Öfen. Ich dachte, das wäre schon alles erledigt hier, ja. Und da habe ich dann Kohle vergessen. Außerdem kommen wir mit dem Ton kommen wir nicht aus, ne? Wenn ich da so ein schönes Ziegeldach machen will. Hallo, wo kommst du denn her? Moment mal, wo kommen die denn her? Ach so, von hier. Oh. Hier ist ja noch offen, ne? Ah, mein komischer, moderner, offener, meine offene Bauweise hier, ne? Boah. Das war aber jetzt hier knappe Kuno, du. Und Inventar voll, das hasse ich ja, ich hasse es. Warum kann man nicht mal einfach das Inventar nicht ständig voll haben? Da allen möglichen Unsinn habe ich dabei. Gammelfleisch und sowas. Ah, ekelhaft. So Leute, jetzt aber. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier mal Land gewinne. Und zwar ein bisschen zügig. Ich fange jetzt hinten an und arbeite mich nach vorne nach. Da hoch möchte ich den, da oben möchte ich den Piston anschließen. Ich schlage dazu hier erstmal ein wenig Decke weg, soweit es geht. Da ist die Wand von meinem Raum. Das ist jetzt, also mehr geht nicht. Okay. Okay, dann baue ich mich jetzt hier mal hoch.
Was ist denn das für eine Erde da? Das ist aber nicht schön gemacht von mir. Okay. Ich überlege gerade, das ist... ich guck noch mal eben oben. Ich bin so durcheinander hier. Uah. Und ich hole mir jetzt auch mal ein paar Leitern. Komm, 4 Stück, das sollte uns so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also, das ist da, wo die Tür drauf steht. Ah, okay. Wo die Tür drauf steht, das ist tatsächlich das Holzstück, okay. Dumpti-dumpti-du. Sei leise. So, da steht die Tür drauf. Was ist denn hier so komisch, ne? Ich muss mal eben gucken, wie ich das da gemacht habe. Ah, so, okay. Gut, jetzt müssen wir aufpassen wegen der Schallplatte. Die liegt da drauf. Ja, einfach jetzt mal hier nach unten. Oder so ein... Ja, da müssen wir natürlich jetzt aufpassen. Da müssen wir natürlich aufpassen. Ja, ich mache das nicht mit den Redstone-Dinger. Das ist mir jetzt zu komisch. Und zwar nicht, dass wir jetzt die beiden Pistons anders polen. Dann ist der eine mal oben, der andere unten. Das möchte ich natürlich jetzt vermeiden. Mach jetzt mal so. Mache ich jetzt eine schöne Stufenkonstruktion nach unten. So die klassische Methode. Ja, der Klassiker. Ich glaube, da wahrscheinlich bin ich sogar schon unten. Nein, nicht so wirklich. Gut, dann mache ich direkt von oben Redstone rein. Redstone dein. Aha. Och nö, komm. Lass mich nicht im Stich. Das ist aber schön so. Redstone. Dann da Redstone. Dann da unten Redstone. Dann sind wir nämlich auch schon fertig. Da muss die Fackel weg, sonst geht das nicht. Hier machen wir dann auch nochmal so ein bisschen Erde weg. Dann kann man das immer alles schön sehen. Hell genug ist es auch. Da sollte also jetzt hier nichts spawnen. Ist natürlich jetzt nicht so richtig schön. Aber was soll's? Mal eben oben gucken. Da ist der Schalter. Ja, jetzt muss ich da irgendwie runter. Ja, dahinter. Warte mal, hier kommt der Schalter hin. Da liegt dahinter. Aua. Es sind immer noch Zombies unterwegs. Also ist es denn die Möglichkeit? Aber mich macht das nun mal nervös, wenn ich immer diese blöden Zombies höre in der Nähe. Kann ich doch lieber gucken gehen. Hopp! Daddy-dum-back-doggy-dum. So, ja, hier oben auch noch. Ah, die muss ich ja auch noch machen. Die Gänge. Da war ich auch noch stehen geblieben. Ne, den habe ich schon. Boah, cool. Ja, hier oben kommen auch noch Lichtschächte rein. Und guck mal, wie schön das Haus schon aussieht. Das wird. Und am Außen mache ich noch ein bisschen was und oh, das wird schön. Gut, aber erstmal, jetzt mache ich erstmal Schluss und guck mal, wie ich das hier noch ein bisschen weitermache, das Theater. Und dann wird das schon irgendwie. Bis zum nächsten Mal.